Hi Leute, habe ich euch eigentlich schon mal Stoppi, meinen Türstopper, vorgestellt? Ist er nicht cute? Oh, ja, feiner Stoppi. Ja, kleiner, feiner Stoppi, Woppi, Woppi, Woppi. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dougie-LP, ganz genau. Und ja, ich habe leider selber nicht mehr so ganz auf dem Schirm, was wir in der letzten Folge gemacht haben, weil die Aufnahmezeit zwischen dieser und der letzten Folge ist jetzt eine ganze halbe Stunde her, weil ich in der Zwischenzeit duschen war, weil... Naja, ihr habt das letzte Intro gesehen, oder? Ja, eben. Genau. Und deswegen war ich duschen und deswegen weiß ich nicht mehr, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Deswegen gucken wir noch einmal kurz auf die Aufgabenliste. Und ja, wir müssen uns als nächstes mit Murphy treffen. Ich habe nämlich im Off jetzt noch dieses eine Quidditch-Spiel gemacht, was wir in der letzten Folge nicht machen wollten oder ich nicht machen wollte. Aber ich glaube, das basiert auf Gegenseitigkeit, oder? Ja, ich meine nämlich auch. Und deswegen machen wir da jetzt natürlich heute in der Folge weiter. Aber uns blüht natürlich auch noch eine Aufgabe der Hauptstory, wo wir als nächstes mit der guten Tonks und der Tulip sprechen müssen, in Zonkos Scherzartikelladen. Ich bin zwar allerdings so kein großer Fan von Scherzartikeln in Hogwarts Mystery oder von Scherzen generell, weil ich da echt eine sehr dunkle Vergangenheit habe und schlechte Erfahrungen. Aber naja, das wird bestimmt cool werden, Leute. Ich bin da sehr zuversichtlich. Und ja, dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt erstmal damit, mit dem guten Murphy beim Kommentarfeld zu sprechen. Wo auch immer das ist. Wahrscheinlich wieder dieser Hochsitz da. Ja, genau. Los geht's. So, hallo Murphy. Oh, und Orion ist auch noch dabei. Schön, dass wir uns unterhalten können, Daniel. André hat mir erzählt, dass du Rev gefragt hast, ob sie dich als Treiber trainiert. Genau darüber wollten wir uns unterhalten. Ich habe Rev versprochen, dass ich ihr als Gegenleistung für ihre Hilfe ihr auch etwas beibringen werde. Und ich hatte gehofft, dass du als Meister der Statistiken mir einen Ratschlag geben kannst. Zu dritt werden wir bestimmt eine Lösung finden. Ja, vor allem bei dir, Orion, weil du ja immer so explizit und konkret bist. Du willst Rev etwas beibringen? Ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich hoffe einfach nur, dass ich lebend aus der Sache rauskomme. Ich habe keine andere Wahl. Rev hilft mir nur, wenn ich ihr zuerst helfe. Ich meine nur, Rev behauptet, dass sie dir helfen wird, wenn du ihr hilfst, aber du weißt nicht, ob sie ihr Wort halten wird. Doch, ich glaube schon, dass sie ihr Wort halten wird, Leute. Also jetzt mal Daniel aus dem Off. Hallo, ich bin der Daniel aus dem Off. Ich glaube schon, dass sie das machen wird. Weil, naja, wir haben ja jetzt schon rausbekommen, dass sie sehr auf Ehrlichkeit plädiert. Und ganz im Ernst, also, wenn sie jetzt wirklich lügen würde und sie wirklich uns die ganze Zeit nur was vorgemacht hat, dann wären ihre ganzen Reaktionen, die ja auch echt mega getriggert waren, als wir am Anfang sie ein bisschen angeflunkert haben, ja, wären die ja geschauspielert gewesen. Und ja, dann wäre sie eine echt gute Schauspielerin. Also entweder ist sie eine sehr gute Schauspielerin oder sie ist sehr ehrlich, Leute. Eins von beiden. Vertraust du darauf, dass Rev ihr Versprechen einhalten wird, Daniel? Ja, ich vertraue ihr. Ja, ich vertraue ihr. Rev hat versprochen, mir zu helfen und ich glaube ihr. Wenn deine Intuition ruft, dann musst du ihr folgen. Rev ist nicht als Lügnerin bekannt. Wenn du Revs Vertrauen gewinnst und sie dich trainiert, könnte Hufflepuff im Quidditch-Pokalfinale davon profitieren. Stimmt das, Murphy? Damit würde unsere Chance um mindestens 68,9% steigen. Oh Mann, 0,2% mehr und es wären 69% gewesen. Jetzt bin ich echt ein bisschen traurig, Leute. Damit besteht eine Chance von 100%, dass ich dir helfen werde. Hervorragend, an die Arbeit. Aber Moment, ich habe noch eine Frage. Ja, Daniel, was wäre denn jetzt, wenn irgendwie ein Blitz in dich einschlagen würde, du sterben würdest und mir dann nichts mehr beibringen könntest? Weil dann wären 100% ja gar nicht real, weil es besteht ja mindestens eine 0,00001%ige Wahrscheinlichkeit, dass jetzt gleich ein Blitz in dich einschlägt. Also können es gar keine 100% sein. Murphy, ich bin enttäuscht. Aber egal, wollen wir trotzdem mal diese Aufgabe machen und yay, nur 3 Stunden, also nur 3 Stunden, es hätte schlimmer kommen können, Leute, los geht's. So, also den ganzen Büchern, die dort liegen, nachzuschließen, scheint sie sich schon ein paar Gedanken gemacht zu haben, was ich der guten Rev beibringen kann. Und ja, ich bin selber sehr gespannt, was sie mir sagen werden, weil meine Idee war ja schon in der letzten Folge, dass wir der guten Rev nicht irgendwas Quidditch-mäßiges beibringen, sondern ja, viel lieber irgendwas, was nicht mit Quidditch zu tun hat, weil ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass ich ihr großartig was in Quidditch beibringen kann.
Ja, deswegen. Aber wir warten einfach mal ab. So wie ich das Event einschätze, glaube ich, wird doch irgendwas mit Quidditch kommen. Aber die Frage ist dann halt, was? Vielleicht irgendwie ein Manöver oder so. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendein Manöver, was sie vielleicht als Treiberin noch nicht gelernt hat, dass wir ihr das beibringen. Weil ich meine, sie ist ja Treiberin und sie war es, glaube ich, auch immer. Und als Treiberin hast du ja nicht, oder lernst du ja nicht jedes Manöver, sondern nur die, die du gebrauchst. Also, vielleicht bringt das ja was. Vielleicht wird Rev irgendwann mal keine Treiberin mehr sein, sondern, eine Hüterin oder so. Aber dann kommt kein Ball mehr bei Ravenclaw rein, wenn die vor dem Torring steht oder fliegt, besser gesagt. Einsammeln! Hast du ein Manöver ausgewählt, das du Rev beibringen wirst, Daniel? Ich kann ihr alle meine Entchen beibringen. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See. Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. War das gut? Ja, kann ich das machen, Orion? Ich glaube, ich sollte ihr beibringen, ihren Schläger zu ihren Teamkollegen zu werfen. Ja, Daniel, das machst du ja auch immer so souverän. Ich glaube, eine Schülerin ist schon gestorben wegen deinem Wurf. Wenn es dir nichts ausmacht, Orion. Warum sollte es mir etwas ausmachen? Wenn ich Rev eine Strategie beibringe, die der Teamkapitän von Hufflepuff erfunden hat, geben wir damit einen Vorteil auf. Wissen ist dazu da, geteilt zu werden. Ja, aber dafür hast du niemanden beigebracht, wie man das Wasser in zwei teilt. Du Jesus-Zwiebel. Das kannst nämlich nur du. Und das finde ich ein bisschen unfair, weil ich würde das auch gerne können. Dann könnte ich nämlich mit Penny ein Date haben und dann laufen wir, oder dann gehen wir nicht um den Schwarzen See rum, sondern wir gehen einfach durch den Schwarzen See durch. Und meine Frage, wenn man den See oder das Meer teilt, werden dann eigentlich auch die Unterwasserlebewesen geteilt? Weil was ist denn, wenn da, wo das Meer geteilt wurde, ein Wal war, wird der Wal dann auch geteilt oder wird er dann irgendwie nach links oder nach rechts gedrückt? Das sind wichtige Fragen, Leute, die sollte man sich stellen. Abgemacht, ich werde Rev das Schlägerwurfmanöver beibringen. Und dann wird sie mir auch helfen. Hoffe ich. Denke ich. Solange sie mich nicht schlägt, ist alles gut, Leute. Beeil dich, Daniel. Rev wird nicht ewig auf dich warten. Orion, die Jesus-Zwiebel hat recht. Du solltest dich beeilen. Ich werde sie bitten, sich so schnell wie möglich auf dem Quidditch-Feld mit mir zu treffen. Okay. Ja, ob das so die beste Idee auf der ganzen Welt ist, Leute, wir werden es rausfinden. Und zwar genau jetzt. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Wir machen jetzt direkt mit der nächsten Aufgabe weiter, weil ich unbedingt wissen möchte, wie es jetzt weitergeht bei dieser Aufgabe und ob Rev mir wirklich dabei helfen wird. Und ja, ich habe jetzt Zeit. Wir treffen uns auf dem Quidditch-Feld. Ja, das ist doch wunderbar, Rev. Ich habe nämlich zufälligerweise auch Zeit. Normalerweise muss ich immer eine Folge warten, aber diesmal... Ja, diesmal funktioniert es auch ohne eine Wartezeit. Rev, wo bist du denn? Ach, da ist sie ja. Und hey, da ist schon Besen. Ist das meiner? Ich weiß es nicht. Werden wir jetzt gleich wissen. Nö, ist nicht meiner. Ich habe einen viel geileren. Was hat das zu bedeuten, Granger? Mir ist eingefallen, welches Manöver ich dir beibringen kann. In Ordnung. Woran hast du gedacht? Alter, guck dir die Arme an, ey. Das ist doch nicht mehr normal. Also wirklich auch für eine trainierte Person. Guck mal, die Arme sind so dick, dass sie in ihren Busen reingeht. Seht ihr das? Ich darf das so sagen, ne? Das ist ja kein sexualisierter Begriff. Das ist ja einfach nur Biologie mit Dagi, oder? Biologie mit Dagi. Okay, weiter geht's, Leute. Ich sollte nicht so viel erzählen. Orion, die Jesus-Zwiebel hat mir beigebracht, den Schläger zu meinem Teamkollegen zu werfen. Weil wir alle Treiber sind. Du willst mir eine von Amaris Taktiken beibringen? Das ist doch kein Problem, oder doch? Das würde ich nicht sagen. Es überrascht mich, dass du einen solchen Vorteil aufgeben würdest. Sonst nichts. Ja, Daniel. Warum ist das so ein enormer Vorteil? Ich meine, ihr spielt gegen uns Quidditch. Ich werfe den fast jedes Spiel zu einem anderen Mitspieler rüber. Seid ihr da nicht irgendwann mal irgendwie auf die Idee gekommen, hey, vielleicht wäre es eine gute Idee, den Schläger zum anderen Treiber zu werfen? Irgendwie finde ich das einleuchtend und ich bin Ducky LP. Das ist nur fair. Du hilfst mir und ich helfe dir. Vielleicht ist es auch das, was mich überrascht. Wenn du bereit bist, mir was beizubringen, dann bin ich bereit zu lernen. Hervorragend. Sollen wir anfangen? Ich bin gespannt. Alles klar, Leute. Dann wollen wir mal. 3 Stunden Ahoi. Ja, ich bin ehrlich gespannt, Leute. Ich habe nämlich wirklich Sorge, dass das am Ende hier nicht alles so gut funktioniert. Was war das denn gerade? Also, das ist eher so ein Quidditch-Training für Vorschulkinder. Was würdet ihr davon halten, wenn ihr mal ein bisschen mehr Abstand zueinander nehmt und das mal ein bisschen cooler aussehen lasst? Weil so kommt das irgendwie rüber, als wärt ihr einfach zwei komplett inkompetente Vollpfosten.
Naja, egal. So, nochmal ein schönes Energiepaket. Sehr schön. So, und dann wollen wir mal weitermachen. Konzentriere nochmal. Ja, Leute, ich bin echt gespannt, wie dieses Event zu Ende geht. Also klar, wir wissen, am Ende können wir Rev freischalten. Aber ja, ob beziehungsweise wie das unsere Beziehung in der kommenden Quidditch-Saison ändern wird und was das für eine Folge haben wird, das frage ich mich halt vor allem. Weil bisher war die Story... Oh, Schande, jetzt habe ich 5 angetippt. Ja, nehmen wir das hier. Bisher war die Story ja dadurch geprägt, dass sie unsere Rivalin war, so gesehen. Und ja, wenn sie keine mehr ist, müsste ja eigentlich eine neue Rivalin oder Rivale dazukommen, weil eine Storyline ohne einen Gegner... Na gut, die anderen Teams sind Gegner, aber trotzdem, ich glaube, das müsste eigentlich auch noch eine Person sein. Wir werden es gleich oder später rausfinden, auf jeden Fall. Einsammeln! Ich glaube, wir haben für heute genug trainiert. Bist du bereit, den Schlägerwurf ein letztes Mal zu üben? Was denkst du? Ach komm schon, nicht aus der Entfernung, bitte. Wow, voll cool. Das ist es. Ich glaube, du hast es verstanden. Aus einem halben Meter den so rüber zu werfen, das ist echt eine unglaubliche Leistung, Rev. Damit könntest du recht haben. Ja, sag ich doch. Danke für den Unterricht. Heißt das, dass du mir helfen wirst, mich auf das Quidditch-Pokalfinale vorzubereiten? Ich werde dich trainieren. Du hast bewiesen, dass es dir damit ernst ist. Und du hast bewiesen, dass du bereit bist, einen der Vorteile von Hufflepuff aufzugeben. Jetzt musst du nur noch beweisen, dass du das Training mit mir überstehst. Wir treffen uns auf dem Trainingsgelände. Yay, Leute! Und Teil 2 sogar damit abgeschlossen. Und dafür kriegen wir wieder... Ey, Leute, irgendwann werde ich so einen Hassbrief an Hogwarts Mystery schicken, dass sie jedes Mal die Belohnungen bei den ersten 3 Aufgaben so minimal niedrig halten, dass sie eigentlich gar keinen Wert haben. Also, ich brauche diese 3... Also, klar, man braucht sie schon, aber 3 Edelsteine sind halt nichts. Gar nichts. Davor hatten wir irgendwie einen Energiepunkt oder so. Oder was hatten wir da? Münzen oder so. Total bescheuert. Immer nur die letzte Aufgabe ist irgendwie sinnvoll. Einsammeln. Rivalität, Respekt und Rev Teil 3. Rev wird dir dabei helfen, dich als Treiber zu verbessern. Bist du der Herausforderung gewachsen? Ja, das weiß ich nicht, liebes Spiel, aber wir werden es rausfinden. Starten! So, da sind wir nun wieder draußen und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Also bei Rev müssen wir jetzt erstmal kurz warten. Ich bin immer noch mit den Vorbereitungen beschäftigt. Unser Training beginnt demnächst. Alles klar, Rev, dann warte ich halt nochmal ein bisschen. Aber wir können ja mal gerade kurz auf die Aufgabenliste gucken. Also insgesamt gibt es 4 Aufgaben und wir sind gerade bei Teil 3 von 4. Sollte also machbar sein. Hoffe ich, denke ich, meine ich. Wir werden es sehen, Leute. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt nochmal weiter. Ja, mit der Hauptstory. Ich guck mal gerade auf die Zeit. Je nachdem, wie lange das jetzt dauert, würde ich gleich noch eine Lektion mit euch machen. Weil sonst sind wir... erst hiermit fertig und müssen danach diese beiden durchhauen. Das wäre ein bisschen blöd. Deswegen, aber wir machen jetzt erstmal hiermit weiter und gucken mal, was, ja, die gute Tonks und die gute Tulip mir, ja, für Wissen mitteilen können. Los geht's! So, da sind wir nun wieder und, okay, da sind Tonks und Tulip. Die habe ich schon übrigens lange nicht mehr gesehen, ne? Schon etwas länger her. So, hallo Bilton-Bilms! Kommt her! Kommt alle hierher zum lustigsten Laden in ganz Hogsmeade! Ja, cool. Hallo, du ominöse Hexe. Mein Sohn liebt Scherzartikel, aber die Auswahl hier ist enorm groß. Ich werde Hilfe brauchen, um mich für das richtige Geschenk zu entscheiden. Ja, aber nicht ich. Ich bin kein Mitarbeiter. Darf auch nicht, weil das wäre Kinderarbeit. Zonko ist mein Lieblingsort in Hogsmeade, denn die einzige Regel dort lautet, dass es keine Regeln gibt. Das ist doch schön, glaube ich. Ich mag keine Scherzartikel, Leute. Ich bin froh, wenn das jetzt hier keine Aufgabe wird, wo ich irgendeinen Scherz applizieren muss. Hallo, Tonks. Tonks, Tulip, ich muss etwas Wichtiges mit euch besprechen. Da bist du an den richtigen Ort gekommen. Ich muss zugeben, als ich hörte, dass ihr beiden in Hogsmeade seid, hatte ich gehofft, euch bei Zonko zu finden. Bei all den Dingen, die in der Schule passiert sind, ist uns klar geworden, dass wir wieder einmal ordentlich was zum Lachen brauchen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber natürlich, die Welt braucht mehr zum Lachen. Schließlich ist das das Schönste im Leben. Und bei Zonko gibt es genau die Art von Scherzartikeln, die euch voller Vorfreude lachen, vor Lachen auf den Boden kugeln lassen. Hallo Bilton, bitte lassen Sie mich in Ruhe. Hallo Bilton-Bilms. Ich freue mich, meine Lieblingsspaßvögel von Hogwarts zu sehen. Ich bin kein Spaßvogel in Hogwarts. Habt ihr in nächster Zeit einen lustigen Streich? Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht, nein. Tulip Tongs aus. Zugegebenermaßen haben wir noch nichts geplant. Genau, und dabei belassen wir es auch.
Aber wir sind hier, um auf gute Ideen zu kommen. Nein, so bin ich. Genau, ich fühle mich, was? Das, was? Ich fühle, dass mich ein Besuch von Zonko mit Bestimmtheit inspirieren wird. Ja. Nun kann ich euch inspirieren. Ich glaube, ich habe ja gerade wieder ein paar Worte verschluckt, Leute. Lasst mich euch an ein paar meiner beliebtesten Scherzartikel in meinem Leben erinnern. Tulip, Tongs, wir müssen uns jetzt wirklich unterhalten. Ich habe keinen Bock darauf. Es geht um die nächste Mission der DA, aber ich habe das Gefühl, dass Bilton kein Nein akzeptieren wird. Ja, Daniel, red über die DA, wenn du 2 Meter vor ihm stehst und er mit euch gerade geredet hat. Das bekommt er bestimmt nicht mit. Mach dir wegen ihm keine Sorgen. Während Bilton über Scherzartikel und Streiche redet, kannst du uns auf den neuesten Stand zum Thema Geheimzirkel bringen, Daniel. Ja, okay, alles klar, Leute, dann... Ich sehe fast nichts mehr. Los geht's. Yay, ich habe wirklich meine ganze Brille ist besprenkelt, Leute. Das ist aber irgendwie gerade ganz erfrischend, sich mit Wasser ins Gesicht zu sprühen. Ich glaube, das werde ich mir als Geheimwaffe merken. Für warme Tage. Ja, genau. Gute Idee, Daniel. So, dann wollen wir mal. Also, wie gesagt, wir haben jetzt eine 8-Stunden-Aufgabe erstmal vor uns. Was nicht so geil ist, weil, naja, ich darf gleich wieder ordentlich latzen. Oder wir können eigentlich direkt jetzt schon latzen. Ist ja völlig Wumpe eigentlich. So, zack. Und ja, ich bin mal gespannt, Leute, wie teuer das jetzt insgesamt noch wird. Weil wir haben ja jetzt gerade mal die Hälfte des eigentlichen Events hinter uns. Und jetzt kommen auch noch die Hauptaufgaben, wo auch noch 8 Stunden dabei sind. Ja, wird auf jeden Fall ein Spaß für die ganze Familie. Deswegen hoffe ich umso mehr, gerade weil das hier eine 8-Stunden-Aufgabe ist, ja, dass wir irgendwas Sinnvolles hier mitnehmen können. Also beziehungsweise, dass ja die Aufgabe irgendeinen Vorteil für uns bringt. Weil ganz im Ernst, wenn diese Aufgabe nur dafür da war, Tulip und Tongs auf den neuesten Stand der Dinge zu bringen, dann werde ich morgen in die USA reisen und werde den Hogwarts Mystery machen, mal sowas von in ihren Allerwertesten treten, dass sie nicht wissen, wie ihnen geschieht. Und, ja, genau. Und, dann werde ich mir noch irgendwas Gemeines überlegen. Dann werde ich Manfred auf die loslassen. Und ihr wisst alle, Leute, das will wirklich keiner. Ne, Manfred, wo ist der eigentlich? Ich sehe ihn gerade nicht. Achso, der ist, glaube ich, hinten im Regal. Ich sehe ihn im Hintergrund. So, Tulip nochmal zuhören. Dann nochmal informieren, erklären natürlich. So. Und ja, ach so, 9 habe ich noch. Sehr gut, okay. So, dann nochmal die 4 hier. Dann nochmal die 4 hier. Und dann dürfen wir uns jetzt direkt noch ein Energiepaket holen. Yay! Das ist doch toll, Leute. Schön, freue ich mich. Liebe Energiepakete kaufen. Generell, also, ich mag es, mein Geld für dieses Spiel rauszuwerfen. Die Ironie, ahoi, Leute. So, zuhören nochmal. Dann nochmal Tulip zuhören und jetzt wieder ein bisschen aufpassen. Ich will bei dieser Aufgabe echt nicht zu viele Energiepunkte ausgeben. Ich will generell bei keiner Aufgabe zu viele Energiepunkte ausgeben. Das ist nämlich nicht ganz so geil. So. Dann nochmal flüstern. Und jetzt wirklich aufpassen, Daniel. Ja, 4, glaube ich. Es könnten 4 oder 5 sein. Gucken wir mal, ob hier... Ja, nehmen wir mal die 5, Leute. Ich glaube, das ist noch gerade so in Ordnung. Sonst haben wir nachher wieder das Problem, dass wir nur einen bräuchten und dann sind wieder nur hohe Auswahlmöglichkeiten dabei. So, dafür kriegen wir nochmal ordentlich Münzen. Dankeschön, Spiel. Schön zu hören, dass du eine neue Spur hast, um zu finden. Ich sage euch gleich mehr dazu. Da kommt schon wieder Bilton. Vielen Dank für die vielen Vorschläge, Bilton. Aber du weißt doch, dass wir schon mit vielen deiner Scherzartikel Erfahrung gesammelt haben. Aber wir werden über neue Möglichkeiten nachdenken, um all die Artikel einzusetzen, die du erwähnt hast. Und noch viel mehr. Ich bin hoch erfreut, euch mit praktischen Scherzartikeln zum Diensten zu Diensten zu stehen. Ja, das ist doch schön. Also, der schwarze Federkiel bei der peitschenden Weide hat uns in die Richtung von Borgen und Birks gewiesen. Und du denkst, dass sich welche von dort treffen werden? Ganz genau. Und dieses Treffen findet schon sehr bald statt. Ich möchte nahe genug rankommen, um mehr über sie zu erfahren. Und das bedeutet, dass ich nicht gesehen werden darf. Ich spiele mit dem Gedanken, den Desillusionierungszauber einzusetzen. Bin irgendwie immer noch verblüfft, dass ich bis jetzt diesen Zauber noch keinmal falsch ausgesprochen habe. Sehr schlau von dir. Hey, das höre ich selten. Du wirst mit deiner Umgebung verschmelzen, also sollte sie dich auch nicht entdecken können. Ich hatte aber gehofft, mit euch beiden über andere Möglichkeiten zu sprechen zu können. Ich wage zu behaupten, dass ich ziemlich gut beim Ausspionieren bin. Genau deswegen bin ich ja zu euch gekommen. Ich überlege, ob ich nicht vielleicht auch eine Tarnung benutzen kann. Gute Idee. Und ich kann dir später dabei helfen. Ich glaube nämlich nicht, dass du bei Zonko finden wirst, was du brauchst. Nein, da hast du wohl recht.
Aber echt schlau von dir, alle Möglichkeiten abzuwägen. Ey, die hat mich ja schon zweimal hintereinander schlau genannt, Leute. Den Tag werde ich mir in meinen Kalender eintragen. Wenn du getarnt bist, kannst du auch nicht entdeckt werden, wenn der Zauber fehlschlägt. Ihr beide scheint vergessen zu haben, dass ich die beste Tarnung aller Zeiten besitze. Als Metamorph Magus kann ich aussehen wie jeder Mensch meiner Wahl. Und wie Tiere, ja. Ich werde daher als Verstärkung mit Daniel zu diesem Treffen gehen. Das ist eine tolle Idee. Was hältst du davon, Daniel? Ich gehe besser alleine. Ich würde deine Hilfe liebend gerne annehmen. Ja, ich würde sie gerne annehmen, Leute. Weil wir wissen ja, dass Tongs mal eine sehr, 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 begabte Aurorin wird. Und ja, mit ihrem Schutz, also als Metamorph Magus, wird sie uns auf jeden Fall eine enorme Hilfe sein. Danke, Tongs. Jemanden wie dich könnte ich definitiv zur Unterstützung gebrauchen. Sie ist wirklich genial, oder? Ja, habe ich doch gerade gesagt. Fishing for Compliments, ahoi, ihr kleinen Turteltäubchen. Mit Schmeicheleien kommst du hier nicht weiter. Ich habe es bereits angeboten, also gibt es keinen Grund, mir weiter Honig ums Maul zu schmieren. Danke, Leute. Roven würde wollen, dass wir uns gegenseitig beschützen. Außer Roven natürlich. Immerhin hat er genau das versucht, als Ragpick hinter uns her war. Du hast recht. Also, wie geht es weiter, Daniel? Zuerst werde ich ein weiteres Mitglied der DA hinzuziehen, das sich beim Thema Herumschleichen recht schlau anstellt. Und dann muss ich Borgen und Birks auskundschaften, bevor dort eintreffen. Boah, Leute, das hört sich spannend an, ohne Scheiß jetzt. Ich bin mega gespannt, wie es weitergeht. Und, ich will unbedingt nach, zu Borgen und Birks. Ich wollte gerade nach Hogsmeade sagen, aber das sind wir ja schon, das wäre falsch. Aber ich will unbedingt zu Borgen und Birks in die Nocturngasse, Leute, das wird mega. Und vor allem erinnert mich dieses Szenario so ein bisschen an den 6. Teil von Harry Potter, wo das goldene Trio, also Harry und Hermine, den Todessern hinterher spioniert haben. Also wo Draco Malfoy, zum Todesser geweiht wurde. Das war, glaube ich, so, ne? Ja, ich glaube schon. Und, ich finde das mega cool. Ich bin gespannt, was wir dort alles sehen werden. Aber das wird ein Plot-Twist, Leute. Ganz sicher. Borgen und Birks Auskundschaften. Wir treffen uns heute Nacht in der Nocturngasse. Vorher aber muss ich noch nachsitzen. Alles klar, lieber Jay. Ja, Leute, das bedeutet, die letzte Aufgabe in diesem Kapitel 30 wird tatsächlich sein, dass wir zu Borgen und Birks gehen und, die Gruppe R ausspionieren. Und ja, das ist eine mega Sache, weil wir dann endlich herausfinden werden, wer steckt dahinter, wie viele Leute sind da gemeint, kennen wir davon irgendjemanden oder ja, solche Sachen halt. Ich bin unglaublich gespannt. Und wenn ihr das auch seid, dann solltet ihr auf jeden Fall nächste Folge mit dabei sein. Ich würde mich da riesig drüber freuen und auch würde ich mich freuen, wenn ihr dieser Folge einen Daumen nach oben da lasst. Gerne auch ein Abo auf meinem Logo hier an der Seite und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Macht's gut, Leute, und ciao!